Pro Jahr werden in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel für über 1 Milliarde Euro verkauft. Die Spitzenreiter sind Magnesium, Calcium und Eisen, aber auch Vitaminpräparate stehen hoch im Kurs. Etwa jeder dritte Erwachsene in Deutschland hilft mit einer Extraportion Mineralien oder Vitamine nach. Doch warum? Antworten liefert eine von den Verbraucherzentralen in Auftrag gegebene Umfrage, so Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Diese Forsa-Umfrage, die ja repräsentativ ist, hat zwei wesentliche Ergebnisse für uns gebracht. Das eine ist eben, dass deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Meinung ist, dass Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich für die Gesundheit förderlich sind, also mehr leisten als das, was Nahrungsergänzungsmittel leisten sollen, nämlich einfach nur die Ernährung mit zusätzlichen Nährstoffen ergänzen. Und wenn wir uns die Nutzer der Nahrungsergänzungsmittel angucken, dann sind es sogar über 80%, die also von Nahrungsergänzungsmitteln im Prinzip so etwas wie Krankheitsprävention, Krankheitslinderung erwarten, was definitiv nicht Aufgabe von Nahrungsergänzungsmitteln ist. Nahrungsergänzungsmittel sind lediglich in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Schwangeren, Säuglingen oder Hochbetagten, sinnvoll. Auch wenn die Werbung der Hersteller anderes behauptet, bei normaler Ernährung nehmen wir ausreichend Mineralien und Vitamine auf, so der Ernährungsexperte Professor Helmut Heseker vom Institut für Ernährung, Konsum und Gesundheit der Universität Paderborn. Nahrungsergänzungsmittel sind für den größten Teil der Bevölkerung nicht notwendig. Bei ausreichender Vitaminversorgung führt auch eine zusätzliche Nährstoffaufnahme nicht zu einer Verbesserung körperlicher Leistungen. Es führt nicht zu einer Verbesserung geistiger Leistungen, steigert auch nicht unsere Körperabwehr und es steigert auch nicht unsere Fertilität. Die Werbeversprechen sind also irreführend. Zudem sind die Nahrungsergänzungsmittel oft viel zu hoch dosiert. Ein Beispiel sind Magnesiumpräparate. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt eine Tageshöchstdosis von 250 Milligramm. Ein Marktcheck der Verbraucherzentralen hat ergeben, dass diese Menge bei 27 von 42 untersuchten Magnesiumpräparaten zum Teil um ein Vielfaches übertroffen wird. Gesundheitsschäden sind nicht ausgeschlossen, so Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Es kann nur Magen-Darm-Probleme sein, Erbrechen, Durchfall, Ähnliches. Es kann aber eben auch sein, dass es langfristig toxisch ist. Alles, was in den Körper reinkommt, der Körper nicht braucht, muss er irgendwie wieder rauskriegen. Damit werden Leber und Niere belastet. Und damit kann es eben langfristig auch zu diversen Schäden kommen. Doch die Verbraucher gehen oft von falschen Voraussetzungen aus. Etwa die Hälfte der Menschen meinen, dass Nahrungsergänzungsmittel, bevor sie auf den Markt kommen, von Behördenseite auf Sicherheit und Wirksamkeit geprüft sind. Und das ist definitiv nicht der Fall. Diese Produkte werden nicht geprüft. Sie auf den Markt zu bringen, liegt ausschließlich in der Verantwortung der Hersteller. Deshalb fordert Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV, die Politik auf, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Dazu gehört insbesondere, dass wir eine einheitliche gesetzliche Höchstmengenfestlegung für Vitamine und Mineralstoffe brauchen. Das heißt, wenn dieses gesetzlich geklärt ist, können sich dann Verbraucherinnen und Verbraucher daran orientieren. Und umgekehrt bedeutet es, dass Hersteller auch verpflichtet sein müssen, sich an diese Grenzwerte zu halten. Das Zweite ist, wir brauchen eine Positivliste. Also eine Liste, die definiert, welche sonstigen Stoffe erlaubt sind. Alle anderen Stoffe, darauf könnte ich mich dann verlassen, wären in Nahrungsergänzungsmitteln schlicht verboten. Solange es keine europaweiten Regelungen gäbe, seien nationale Regelungen nötig, so Klaus Müller weiter. Zudem müssten die geprüften Produkte in einer öffentlichen Liste im Internet einsehbar sein. Damit sich Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt informieren und sich eine eigene Meinung bilden können, haben die Verbraucherzentralen ein neues Internetportal ins Leben gerufen. Unser neues Informationsangebot, Klartext Nahrungsergänzung, soll einfach Verbraucher besser informieren über Nahrungsergänzungsmittel. Es geht darum, ganz klar Informationen zu geben, was ist rechtlich erlaubt, welche Kennzeichnung ist es, welche Risiken sind da, was ist für welche Zielgruppen geeignet und ganz klar über viele Zutaten in Nahrungsergänzungsmitteln informieren. Also wenn ich etwas über Zink wissen möchte oder über Magnesium, bin ich dort richtig. Wenn ich etwas wissen möchte über Aronia oder Ginkgo, bin ich dort richtig. Immer in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel. Angela Clausen weist darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf www.klartext-nahrungsergänzung.de auch selbst beteiligen können. Fragen, Erfahrungen oder auch Beschwerden können anonym auf das Portal gestellt werden und sind dann für jeden sichtbar. Bei gravierenden Verstößen der Hersteller werden die Verbraucherzentralen tätig und informieren die Lebensmittelbehörden. Jetzt muss nur noch die Politik aktiv werden und einen eindeutigen gesetzlichen Rahmen schaffen.